Sonntag begann ein sechstägiges russisch-chinesisches Manöver im Gelben Meer. Neben der Bekämpfung von Luftseelen wurden Anti-U-Boot- und Rettungseinsätze unter Einschluss elektronischer Mittel geübt. Ziel der Übung war offiziell die Stärkung der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum, aber etwas Säbelgerassel in Richtung zu den USA dürfte durchaus eine Rolle gespielt haben, insbesondere aufgrund der Manöverthemen. Hauptquartier war die chinesische Stadt Qingdao, die übrigens bis zum Ersten Weltkrieg einmal ein deutscher Stützpunkt in diesem Raum war. Heute liegt hier die chinesische Nordflotte. Es ist nicht das erste gemeinsame Manöver von China und Russland. Nach Beilegung der alten Rivalität aus den kommunistischen Zeiten näherte man sich Schritt für Schritt aneinander an und handelte bei gemeinsamen Interessen auch im Bündnis, wie bei der Ablehnung von UNO-Resolutionen zu Syrien.